So, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde der Friedrich-Ebert-Stiftung, liebe Gäste, ich freue mich sehr, Sie heute Abend begrüßen zu dürfen zu unserer Buchvorstellung. Mein Name ist Sabine Fandrich, ich bin die Geschäftsführerin der Friedrich-Ebert-Stiftung und heute Abend stellen wir unser Buch, unsere Festschrift vor, die Sie hier auch sehen, sozialdemokratisch engagiert, 100 Jahre Friedrich-Ebert-Stiftung. Die Friedrich-Ebert-Stiftung wird im März kommenden Jahres 100 Jahre alt. Ihre Geschichte ist engstens verwoben mit der Demokratiegeschichte Deutschlands. Und ich glaube, es ist ein wichtiger Grund, stolz zu sein auch, dass wir tatsächlich so eine lange Geschichte haben, die auch in gewisser Weise die Entwicklung der Demokratie in Deutschland nachzeichnet. Viele andere Organisationen werden dieses Jahr 75, wir werden nächstes Jahr 100. Und die Friedrich-Ebert-Stiftung wird in vielen verschiedenen Veranstaltungen auf die Geschichte eingehen, aber auch die Zukunftsfähigkeit der sozialen Demokratie darstellen. Heute wollen wir das Buch vorstellen mit illustren Gästen. Ich freue mich sehr, dass wir Peter Brandt hier haben. Er ist Professor für Geschichte und Mitglied im Vorstand der Friedrich-Ebert-Stiftung und Frau Professorin Astrid Wall-Rabenstein, Richterin am Bundesverfassungsgericht. Sie werden gleich nochmal vorgestellt werden, des Bundesverfassungsgerichts werden gleich nochmal vorgestellt werden. Und Sally Starken wird uns durch die Veranstaltung führen. Ich wollte ein paar Worte nochmal sagen zur Friedrich-Ebert-Stiftung selber. Sie wurde ja gegründet eigentlich aus einem traurigen Grund, nämlich der Tatsache, dass Friedrich Ebert seine eigene Gesundheit vernachlässigte, weil er sich gegen Hetze und Hass wehren musste. Er hatte eine Blinddarmentzündung, die er verschleppt hat, weil er vor Gericht erscheinen wollte, um sich gegen Diffamierung zur Wehr zu setzen. Und das zeigt uns, dass auch in der ersten deutschen Demokratie der erste frei gewählte Reichspräsident mit vielen Anfeindungen zu tun hatte. Teilweise Dinge, mit denen wir heute leider uns wieder beschäftigen müssen. Statt Blumenkränzen und statt Geschenken zu seiner Beerdigung wollte er, dass Spenden eingehen würden, um jungen Leuten, die sich ein Studium nicht leisten können, ein Studium zu ermöglichen. So war die Geburtsstunde der Studienförderung der Friedrich-Ebert-Stiftung das Ursprungsmotiv der Friedrich-Ebert-Stiftung. Und seither hat sie sich natürlich entwickelt und ihre Themen sehr stark ausgeweitet. Nach ihrer Neugründung 1954, natürlich war sie verboten während der Nazizeit, nach ihrer Neugründung 1954 als Verein, hat sie sich dann als Modell eigentlich aller anderen politischen Stiftungen in Deutschland etabliert. Weitere Aufgaben neben der Studienförderung kamen dazu, die Demokratieförderung, politische Bildung, aber natürlich auch die internationale Arbeit, die internationale Solidarität mit gerade auch mit dem globalen Süden, die Politikberatung, die historische Arbeit, das kollektive Gedächtnis der sozialen Demokratie. Und heute sind wir weltweit tätig in mehr als 100 Ländern und unser großer Pluspunkt, Unique Selling Point, würde ich sagen, ist, dass wir Themen von lokal bis global bearbeiten können, dass wir auf unsere Arbeit basierend auf den Werten der Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität ausüben und dass wir Forschung und Bildung miteinander verknüpfen, mit Netzwerkarbeit, mit politischen Partnern weltweit und so seit 100 Jahren für Demokratie stehen. Und zwar für eine Demokratie, die nicht nur eine Staatsform ist, sondern eben eine gelebte Demokratie, die auch die Gerechtigkeit immer in den Mittelpunkt stellt. Das so viel vielleicht als einführende Worte. 5 Minuten sind mir gegeben und ich möchte gerne heute die Bühne den Kolleginnen überlassen, damit sie nochmal vertiefen können, welchen Beitrag die Studienförderung, aber auch die politische Bildung
für die Demokratie in Deutschland leisten. Und deswegen herzlichen Dank, dass Sie heute da sind. Ihnen gehört die Bühne, Sally Lisa Stark. Bitte. Brauche ich nicht, kannst du wieder mitnehmen, glaube ich. Ja, herzlich willkommen. Ich sehe gar nichts, aber ich hoffe, Sie sehen mich dafür umso besser. Herzlich willkommen heute bei der Präsentation dieses wundervollen Jubiläumsbuches. Wir haben gerade schon ganz tolle Worte von Dr. Sabine Fahndrich gehört. Du hast dich an die 5 Minuten gehalten. Das bedeutet, wir haben jetzt noch 25 Minuten, um wirklich eine ganz spannende Diskussion zu führen zu ganz, ganz verschiedenen Themen rund um dieses Jubiläumsbuch. Ich darf mich noch einmal vorstellen. Mein Name ist Sally Lisa Starken. Ich bin Moderatorin, Podcasterin und Journalistin. Ich schreibe und spreche und stehe sehr gerne auf Bühnen und vor allem mache ich das zum Thema Demokratie und ich glaube, das passt ganz wunderbar in die nächsten 25 Minuten. Die Friedrich-Ebert-Stiftung wird nächstes Jahr im März 100 Jahre alt, das 100-jährige Jubiläum. Wir sehen ihn hier stehen, er ist mit uns auf der Bühne, der erste demokratisch gewählte Reichspräsident Friedrich Ebert. Wir haben gerade schon gehört, wie alles angefangen hat. Dazu wollen wir uns jetzt noch mal ein bisschen näher unterhalten, und zwar zu zwei ganz spezifischen Themenfeldern. Einmal um die Rolle von Studienförderung als Startpunkt der Stiftung, aber auch warum politische Bildung für eine starke Zivilgesellschaft so wichtig ist. Dazu habe ich zwei ganz besondere Gesprächspartnerinnen heute mit mir hier auf der Bühne. Das ist einmal Herr Professor Dr. Peter Brandt. Er ist Vorstandsmitglied der Friedrich-Ebert-Stiftung, ehemaliger Leiter des Arbeitsbereichs Neuere deutsche und europäische Geschichte an der Fernuniversität Hagen. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier bei mir auf der Bühne. Herzlich willkommen. Sie dürfen zu mir hochkommen. Sie dürfen sich hier zu Herrn Ebert setzen, wenn Sie möchten. Dann haben wir noch Frau Professor Dr. Astrid Wall-Rabenstein. Sie ist aktuell Richterin des Bundesverfassungsgerichts sowie Professorin für öffentliches Recht mit dem Schwerpunkt im Sozialrecht an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Herzlich willkommen. Auch Sie bitte ich zu mir auf die Bühne. So. Ich habe es gerade schon ein bisschen angeteasert, über was wir sprechen wollen. Ich würde sehr gerne mit der Studienförderung ansprechen. Herr Brandt, wir haben ein bisschen was schon von Frau Dr. Fahndrich dazu gehört. Nicht privilegierte junge Menschen Zugang zu akademischer Bildung zu geben, um die Elitenbildung durchlässiger zu machen. Das ist eine der Aufgaben der Friedrich-Ebert-Stiftung oder das, für was sie sich verschrieben hat. Warum ist das heute so wichtig? Man kann es unter zwei Gesichtspunkten betrachten. Unter dem Gerechtigkeitsgesichtspunkt, also dass Menschen, die nicht in ein Elternhaus hineingeboren werden, wo Bildung quasi von selbst vermittelt wird, die Möglichkeit haben, auch Bildung, auch akademische Bildung zu bekommen. Das wäre der eine Gesichtspunkt. Und der zweite Gesichtspunkt ist die Annahme, dass man Demokratie oder die Vorstellung, dass Demokratie nicht nur ein Institutionenzusammenhang ist, sondern auch gesellschaftlich durchschlagen soll. Und da ist sicher die Bildung für alle, können nicht alle Akademiker sein, aber eine relativ gute Bildung für alle ein wichtiges Ziel. Wenn wir mal in die Vergangenheit blicken, Herr Brandt, wir haben gerade schon ein bisschen darüber gesprochen, Förderung von Arbeiterkindern 1925. Was würden Sie sagen, warum war das damals so wichtig? Es war ein verschwindender Anteil von Arbeiterkindern, die aufs Gymnasium gingen. Man bezahlte auch noch Schulgeld damals. Dinge wie etwa heute, die heute selbstverständlich sind, wie BAföG, gab es nicht. Das heißt also, ein gewisses materielles Niveau musste überhaupt vorhanden sein,
um ein Studium machen zu können. Und wir haben ja inzwischen eine Situation, wo ein großer Teil eines Jahrgangs Abitur macht. Also noch zu meiner Zeit, als ich anfing zu studieren, waren das unter 10% eines Jahrgangs. Und wenn wir zurückgehen in die Weimarer Republik, war es noch weniger. Das heißt also, und von diesen ein winziger Anteil, die aus Arbeiterfamilien kamen. Also das macht es eigentlich schon offensichtlich, dass es wichtig war, unter den beiden schon genannten Gesichtspunkten das zu fördern. Und das wäre für Sie auch die Erklärung, wenn man quasi die Zeitspanne weitergehen würde, warum das heute genauso dringend gebraucht wird? Ja, also es ist ja so, dass Deutschland immer noch im internationalen Vergleich ein Land ist, wo sehr stark die Herkunft bestimmt über den weiteren Bildungs- und Berufsgang. Und insofern ist da immer noch ein Bedarf, die Situation zu verbessern. Es gibt Länder, also wenn wir etwa nach Nordeuropa gucken, wo das weitergetrieben ist. Und das ist nach wie vor ein wichtiger Punkt. Frau Wall-Rahmstein, vielleicht möchten Sie ergänzen, wenn wir uns den Themenkomplex anschauen von, ja, dass die Elitenförderung durchlässiger wird, was wären Ihre Punkte, wo Sie sagen würden, darum ist es so unfassbar wichtig, was die Friedrich-Ebert-Stiftung macht? Also ich glaube, man kann auf vielen verschiedenen Ebenen das immer wieder neu scharf stellen und deutlich machen. Als Vertrauensdozentin wähle ich ja regelmäßig oder führe Bewerbungsgespräche mit Stipendiatinnen oder welchen, die das werden wollen. Meistens geht es dabei um Jurastudierende, und Jura wie auch VWL oder andere Fächer sind Fächer, die dann nachher in unserem politischen System, in den Jobs, in den Feldern, wo man Einfluss hat, überproportional häufig vertreten sind. Das heißt, über Bildung und über bestimmte Studiengänge, Abschlüsse entsteht ein wichtiger Schlüssel für Teilhabechancen und auch eine dann Gestaltung der Gesellschaft durch alle. Und ich glaube, das ist heute mindestens so wichtig wie auch schon damals, und vielleicht um einen Punkt noch ganz besonders hervorzuheben an der Stelle. Ich glaube, heute ist der Unterschied zwischen klassisch Arbeiterhaushalt und akademischem Haushalt vielleicht nicht mehr ganz so scharf, aber zwischen unterschiedlichen Familien mit unterschiedlicher Herkunft sind die Unterschiede nicht kleiner geworden, und das ist immer noch ausgesprochen wichtig, an der Stelle aktiv dagegen zu arbeiten. Und wenn wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass Sie ja auch aktuell Richterin des Bundesverfassungsgerichts sind. Wie würden Sie das aus Verfassungssicht einordnen, warum es sinnvoll und notwendig ist, dass wir auch über Bildungsgerechtigkeit sprechen? Also es ist auch ein Verfassungsthema, und das ist mir auch wirklich wichtig, und zwar aus verschiedenen Perspektiven. Das Bundesverfassungsgericht hat in verschiedenen Entscheidungen zum Numerus Clausus, das ist jetzt Zugang zu einem bestimmten Studium, aber das können Sie verallgemeinern, überhaupt Zugang zum Studium, Entscheidungen getroffen. Die letzte Entscheidung, da ging es vor allen Dingen um Chancengleichheit, um die Chance bei gleicher Qualifikation einen Studienplatz zu bekommen. Wichtiger scheint mir eigentlich die frühere, ältere Entscheidung aus den frühen 70er Jahren, als es darum ging, dass das Bundesverfassungsgericht auch sehr deutlich gemacht hat, dass es die Aufgabe des Staates ist, genügend Studienplätze im Rahmen seiner Möglichkeiten zu schaffen, also auch Geld in Bildung zu stecken, was staatlicherseits in den 70er Jahren dann durch den starken Ausbau der Universitäten auch stattgefunden hat, aber das gilt natürlich weiterhin. Und vielleicht die letzte ebenfalls wichtige Entscheidung ist die vielleicht untergegangen ist in der Pandemiesituation wegen vieler anderer Beschränkungen durch die sogenannte Bundesnotbremse. Das Bundesverfassungsgericht hat dazu einen wichtigen Teil gesagt, nämlich dass es ein Recht auf Bildung gibt, weshalb die Schulschließungen in der Pandemie, ich sag mal, sehr auf der Kippe von gerade noch in Ordnung waren oder jedenfalls weiterhin nicht mehr in Ordnung gewesen wären. Und in dieser Entscheidung ist das Recht auf Bildung nochmal gestärkt worden, was man gar nicht gut genug, stark genug betonen kann. Ja, danke für die Ausführung. Das ist auf jeden Fall, ich glaube, ein wichtiger Punkt, wenn wir auch darüber sprechen, wie politische Bildung ja auch als Einrichtung zur Stärkung der demokratischen Zivilgesellschaft Teil sein kann.
Und da fragt man sich ja schon, und wir haben es zu Eingangs auch gehört, wie die Friedrich-Ebert-Stiftung sich gegründet hat, aber vielleicht können Sie uns, Herr Brandt, noch ein bisschen mehr dazu erzählen, wie es genau zu der Gründung von politischen Stiftungen in Westdeutschland kam. Also es war ja schon erwähnt worden, dass die Ebert-Stiftung vorangegangen ist. Sie hatte ja nun auch die Erinnerung, auch durch einige Personen, an die alte Ebert-Stiftung noch der Weimarer Republik. Und die Vorstellung, dass man da anknüpfen sollte. Auch bei der Da spielte ja die Studienförderung durchaus eine Rolle, aber eben auch die Vorstellung der politischen Bildung, die in unserer Verfassung sind die Parteien ja ausdrücklich erwähnt als ein wichtiger Faktor, was nicht selbstverständlich ist. Und insofern liegt es auch nahe, dass parteinahe, nicht der Parteiangehörige, aber parteinahe Stiftungen eine jeweils spezifische politische Bildung machen, in einem Rahmen, der auch festgelegt ist. Und dieser Gedanke ist nach und nach durchgedrungen. Der war nicht von Anfang an so klar, aber schon relativ kurz, nachdem die Ebert-Stiftung als Verein gegründet war, 1954, ist dann die Friedrich-Naumann-Stiftung der Liberalen. Heuss war bei der damalige Bundespräsident Heuss war bei der Eröffnung in der ersten Heimvolkshochschule Bergneustadt anwesend und hat das gewissermaßen aufgegriffen. Dazu kamen dann die anderen Stiftungen, die ich jetzt nicht extra nochmal erwähne. Und das war ein Gedanke, der sich auch unter dem Eindruck der NS-Diktatur stark entfaltet hat. Wir müssen ein Instrument haben und da macht es Sinn, dass es parteinahe Stiftungen gibt, die politische Bildung auf ein anderes Niveau heben, als es in der Weimarer Republik der Fall war. Und was würden Sie sagen, wenn wir auf heutige Herausforderungen schauen bei der politischen Bildung? Also würden Sie welche benennen? Vor welchen Herausforderungen steht politische Bildung heute? Nun ja, also in der Zeit der Weimarer Republik gab es noch festgefügte Milieus, nicht nur übrigens das sozialistische Arbeitermilieu, es gab ein katholisches Milieu, es gab ein liberales Milieu und andere, auch nationalistische Milieus. Und diese Milieus haben sich nicht völlig aufgelöst, aber sie haben stark an Bindungskraft verloren. Das machte es einfacher, in gewisser Weise einfacher, eine jeweils spezifische Bildung zu installieren. Heute muss man von diesen Milieus weitgehend absehen und das ist ein wichtiger Punkt, wo die Institutionen, die parteinahen Stiftungen eine wichtige Funktion haben. Man kann das im Übrigen auch, ich habe in meiner Zeit als Hochschullehrer immer schnell festgestellt, wenn Leute gefördert wurden von den politischen Stiftungen, das waren immer überdurchschnittlich gute Leute, was ja auch nahe liegt, weil sie werden ja nach Leistungskriterien ausgesucht. Aber man merkte auch, wenn man Leute hatte, die Veranstaltungen der politischen Bildungseinrichtungen, der Stiftungen besucht haben, dass das ein gewisses Niveau vermittelt hatte. Und vielleicht noch mal so ein bisschen, um auf diese Herausforderung rauszukommen, wie würden Sie denn heute sagen, müsste sich politische Bildung auch in der Friedrich-Ebert-Stiftung weiterentwickeln, um diesen Herausforderungen heute ja Rechnung zu tragen? Die,
die Ebert-Stiftung hat, also wenn ich das mal so sagen darf, ist durchaus mit der Zeit gegangen. Und also es fing damit an, dass man von dem anfangs eher frontalen Unterricht stärker zu Arbeitsgruppen gekommen ist, wo die Selbsttätigkeit der Leute, der Beteiligten eine größere Rolle spielt. Heute natürlich eine ganz andere Dimension der digitalen Bildung, des ganzen digitalen Sektors. Meine Erfahrung ist allerdings, dass die Zusammenkünfte, also die Veranstaltung, wo die Leute zusammenkommen, nicht an Bedeutung verloren haben. Also ich würde jetzt nicht nur für die Ebert-Stiftung, auch für die anderen, die ich kenne. Ich kenne also mit Ausnahme der AfD-Stiftung alle und war da schon zur Veranstaltung, habe da referiert und muss sagen, also ich würde da gar nicht jetzt meckern und sagen, dass das funktioniert nicht, sondern sie machen das ziemlich gut. Mhm. Ja, vielleicht können wir daran anknüpfen, Frau Wall-Rabenstein. Welche spezifischen Aspekte gibt es für Sie, die besonders wichtig sind in der politischen Bildung, um diese Demokratie zu stärken? Ich habe den Eindruck, dass wir heute nicht an einem Mangel an Angeboten leiden, sondern an einem eher Überangebot oder an einer ganz, ganz großen Vielfalt von Informations- oder jedenfalls Möglichkeiten, Dinge wahrzunehmen. Wie hoch der Informationsgehalt jeweils ist, weiß ich nicht. Da drin, in dieser Masse sich zurechtzufinden, eine Orientierung zu finden und von ich weiß jetzt etwas zu was mache ich denn jetzt zu finden, das scheint mir aber irgendwie alles andere als leicht. Ich denke, genau da leisten politische Stiftungen mit der Studienförderung, Sie sagten das gerade, Herr Brandt, sozusagen eine traditionelle, klassische Arbeit, die aber sicherlich neben vielen anderen Alternativen auch steht und bei der ich den Eindruck habe, dass wir da auch noch nicht den Bedarf an dem, was gerade junge Menschen häufig artikulieren, so wirklich immer gut treffen. Also ich sehe da noch eine Menge zu tun und was sehen Sie zum Beispiel? Also haben Sie Beispiele für uns? Ich habe das Gefühl, dass, also auch wenn man jetzt sich so die aktuellen Studien, beispielsweise als letztes die Shell-Studie oder so anschaut, politisches Interesse, auch politische Informiertheit eher zunimmt. Das ist positiv. Aber das irgendwohin zu bündeln und ich sage jetzt mal auch zu verfestigen, dass man nicht einmal, zweimal, dreimal demonstrieren geht, was völlig in Ordnung ist, aber dass man danach sagt, so und wo finde ich jetzt vielleicht auf eine gewisse Dauer Leute, mit denen ich jetzt zusammen auch etwas hinbekomme. Ich habe das Gefühl, da diffundiert das so etwas und ich weiß nicht, also wir reden hier über Stiftungen, wahrscheinlich sind auch die politischen Parteien da gefragt, die nochmal anders vielleicht als in ihren traditionellen Rekrutierungsmechanismen Leute lernen müssen anzusprechen, ohne dass ich die Expertin wäre, zu sagen, wie das geht. Aber da habe ich das Gefühl, diffundiert eine Menge. Schulen ähnlich leisten nach meiner Wahrnehmung in vielen Fällen gute Arbeit, aber sozusagen direkt hinter der Schultür ist dann zu Ende. Und da glaube ich, brauche es eher mehr Kraft, Energie, wahrscheinlich sehr, sehr viel von dem, was wir immer Ehrenamt nennen, von Leuten, die es einfach tun, die nicht so lange darauf warten, dass eine andere Institution das übernimmt. Das hat ja auch was mit einem Wirksamkeitsgefühl ganz oft zu tun, dass man etwas Wirksames macht für diese Zivilgesellschaft. Und das ist ja im Endeffekt dann auch demokratiestärkend. Herr Brandt, vielleicht haben Sie noch weitere Ansätze für uns, wie man das mehr schaffen könnte zu dem, was Frau Wall-Rabenstein gerade gesagt hat. Das ist natürlich das Kernproblem, wo es keine Patentlösung gibt. Und alle mal die jetzt aus verständlichen Gründen weniger Durchblick haben, uns zu Recht in einem Überangebot von Informationen, aber genau da wäre ja die Aufgabe und ist die Aufgabe, die auch wahrgenommen wird von den politischen Stiftungen. Das Problem, was ich wahrnehme, es ist natürlich so, bei den anspruchsvolleren Veranstaltungen
kommen die Leute, die ohnehin stark interessiert und in der Regel auch deutlich überdurchschnittlich kenntnisreich sind. Und es geht ja zwangsläufig auch in einer gewissen Konkurrenz. Und das ist auch richtig so, so wie die Parteienkonkurrenz zu unserem System gehört, so ist es auch wichtig, dass die politischen Stiftungen deutlich einen Stempel haben. Das ist ja nicht nach etwas makaber, wenn ich sage, Konkurrenz belebt das Geschäft, aber das ist es ja. Das Interesse wird nicht geweckt durch eine allgemeine Staatsbürgerkunde, sondern in Verbindung mit einer politischen Positionierung. Das könnte vielleicht noch etwas verstärkt werden. Mhm. Vielleicht machen wir noch eine letzte Schleife gerade zu diesem Thema, wie wir die Zivilgesellschaft stärken können, aber auch, dass Menschen sich vielleicht dort mehr wiederfinden und dass es ein großes Angebot gibt. Es ist ja auch was Schönes, wie ich finde, an politischer Bildung und an Stiftungen, dass es auch internationale Kooperationen gibt. Und Frau Wahl-Rabenstein, vielleicht noch ein letztes Wort von Ihnen dazu, wie vielleicht auch internationale Kooperation und auch Freundschaften zur Stärkung von demokratischen Werten beitragen kann und was Stiftungen dazu auch beitragen heute. Dann verweise ich einfach auch schon wegen der kurzen Zeit auf das Buch. Ich finde, das wird dort wunderbar aufbereitet, einfach schon durch die lange Arbeit der Ebert-Stiftung, und das gilt für andere auch. Das schöne Wort der Völkerverständigung ja nun wirklich bedeutet, dass wenn man einander kennt und andere kennenlernt, Menschen, die anders sind, das sehr, sehr viel zu einem friedlichen Zusammenleben beiträgt. Das ist das perfekte Schlusswort für uns auf jeden Fall, denn das würden wir auch sagen, Freundschaften und Zivilgesellschaft kann ganz viel ermöglichen, vor allem die menschlichen Begegnungen, das, was wir jeden Tag machen, das, was Sie in der Stiftung jeden Tag machen, und man muss dazu natürlich auch sagen, dass die Umstände wandeln. Sie haben es uns erzählt, Herr Brandt, vom Kalten Krieg hin vielleicht zu einer eher unübersichtlicher werdenden multipolaren Welt, in der wir uns jetzt befinden, und dann ist es doch umso schöner, wenn man solche Botschaften zum Schluss hat, und die wichtigste Botschaft, dass Stiftungen politische Arbeit leisten, und 100 Jahre Jubiläum. Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben, dass wir darüber gesprochen haben. Dieses wunderbare Jubiläumsbuch können Sie natürlich auch erwerben. Das gibt es vorne, Sie können es sich anschauen und sonst auch im allgemeinen Buchhandel finden. Ganz lieben Dank an Sie, Frau Wahl-Rabenstein, an Sie, Herr Brandt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Danke fürs Zuhören.